Hallo, ja, herzlich willkommen, Wiener Keller. Heute ohne Kameramann, beruflich verhindert. Da habe ich mir gedacht, da er ja sowieso nicht so der Silvaner-Fan ist, wird heute Silvaner getestet. Und heute, vielleicht hätte ich das eher reißerisch machen sollen, aber trotzdem, heute gibt es einen Kampf der Giganten. Weil es herrscht immer zwischen Rheinhessen und Franken. So der Streit, wer macht den besseren Silvaner? Ich habe heute mal zwei ausgesucht, die da auf jeden Fall sehr gut mitreden können. Beides zwei deutsche absolute Spitzenwinzer, haben alle beide Höchstpunktzahl in jedem Weinführer. Und schauen wir mal, wie die Silvaner zueinander, ja, sich verhalten. Als Franke bin ich natürlich gastfreundlich. Der Gast fängt an, Rheinhessen. Wird präsentiert durch das Weingut Wittmann. Wir haben hier Westhofener Silvaner Trocken, Jahrgang 2011. Ja. Das wird mein erster Silvaner von dem Weingut. Schauen wir mal. Okay. 13% Alkohol. Also der erste Unterschied bei den Weinen ist gleich. Der hier ist noch mit Naturkorken. Und der braucht Luft. Das heißt, ich nehme ein zweites Glas und schau mal, wie es bei dem Franken ist. Zweiter Silvaner. Sauer, Eschendorfer Lump, Silvaner Spätlese trocken. 2011, damit wir die Jahrgänge vergleichen können, hat Schraubverschluss und Boxbeutel. Okay, Mango. Aber wie? Wahnsinns-Mango-Note. Ist jetzt von der Farbe her auch ein bisschen heller als der aus Westhofen. Jetzt darf ich den nicht verwechseln. Schauen wir mal. Ist vielleicht auch ganz interessant, farblich. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Ja, sie sind ziemlich ähnlich. Ja, haben beide noch einen leichten Grünschimmer hier. Das ist der Rheinhessische. Das ist der Franke. Mango sofort da, aber diese Flugmango, ne? Also der hier ist ein bisschen dunkler, finde ich. Ganz, ganz anderes Spektrum. Auch Mango. Aber die Frucht ist nicht so konzentriert. Der ist noch viel zu jung.
Da kommt gewaltig Mango durch. Aber ist ein bisschen ein Fehlton da. Vergleichen wir mal. Okay, der macht immer mehr auf. Mango. Und eine leichte Heunote. Das ist ganz typisch für Silvaner. Und er ist ein bisschen salzig. Also auch sehr mineralisch ausgebaut. Also insgesamt viel harmonischer als der Rheinhesse. Leichte erdige Note. Neben der Mango kommen jetzt auch so gelbe Früchte durch. Also hat ein unheimliches Spektrum an Geschmacksnuancen. Der Wein ist aber noch nicht auf seinem Höhepunkt. Also ist auf der Wein von Philipp Wittmann ist auf jeden Fall was zum Dekantieren. Und ich glaube, der braucht noch ein Jahr auf der Flasche. So von der Grundstruktur her kommt da eine Wahnsinns-Mango raus. Noch viel stärker als beim Horst Sauer. Hier ist es, er ist wuchtiger als der Franke. Der Franke ist ein bisschen eleganter, leichter. Mineralität hat er auch. Ich muss sagen, ist nicht der größte Wein von Wittmann. Er ist gut. Sehr eigenständig. Also ich glaube, den schmeckt man raus. Auch wenn man 30, 40 Silvaner probiert, den schmeckt man raus. Man merkt die Handschrift von einem großartigen Winzer dahinter. Aber er ist noch nicht richtig da. Glaube, das ist einer dieser Weine, die man wirklich einen halben Tag vorher öffnen sollte. Na, jetzt kommt er langsam. Unheimlich schwer.
Vanille ist so ein ganz schwieriger Geschmack. Er ist sehr schräg, der Wein. Hat auch so ein bisschen so dreckige Noten drin. Ja, ich meine das jetzt nicht negativ, aber. Ja, so. Bisschen irgendwie so nach, wie nennt man das, Chicken Shit. Ich mag das Wort überhaupt nicht, ja, aber ein bisschen was Klebstoffartiges. Ja. Das kann vielleicht damit zu tun haben, dass er noch nicht genug Luft hat. Also ein sehr, sehr eigenständiger Wein, zu dem ich auf Anhieb kein Urteil fällen kann. Der Horst Sauer. Okay. Der ist da. Ja. Du hältst die Nase rein und weißt, super Silvaner. Ja. Und das ist diese Flugmango. Ja, also das ist nicht irgendwie diese grüne, komische Mango, die du im Geschäft kaufen kannst, sondern wirklich diese Flugmango. Die ist reif und rübergeflogen, voll da. Hast ein bisschen eben diese Heunote dabei, das Salzige. Parade, Silvaner. Absolut. Das wäre jetzt fies zu sagen, er liegt weit vor dem vom Philipp Wittmann. So ist es nicht. Der hier ist komplett anders und ich habe eben die Erfahrung von seinen Weißburgundern, die wir hier vorgestellt haben, ne? Weißburgunder Scheurebe, die einfach eine gewisse Zeit brauchen und dann sind es absolute Hammerweine. Dann kriegt man so einen richtigen. Ja. Der könnte in die Richtung gehen, aber er ist noch nicht so weit. Nichtsdestotrotz ein großartiger Wein. Heute muss ich jetzt. Ich bin schon unparteiisch bin ich nicht, ja, aber ich denke, ich bin da schon sehr objektiv und heute liegt Franken vorn. Muss man so wirklich sagen, beim Silvaner diesmal liegt Franken vorn. Das ist ein glasklarer, ja, 44 Punkte, Silvaner. Der ist einfach noch nicht da. Im jetzigen Zustand sage ich 41. In 2 Jahren, ich glaube, das ist ein Wein, der lebt vom Alter. Ja. Und die Mango ist da. Ja, paar Minuten haben wir noch. Ich schenke noch mal nach.
41. Aber ich fände es ein bisschen traurig, den Kampf so ausgehen zu lassen. Oh nein. Ohohoho. Jetzt warte mal. Es würde mich ja interessieren, wie er die Weine macht. Ja? Also ich muss sagen, es sind zwei meiner absoluten Lieblingswinzer. Ja, also ja, 44, 42. 44 für den Horst Sauer. 42 für den Philipp Wittmann. Die Punkte gehen nach Franken. Da kannst nichts machen. Schöne Grüße.